Alter, wie soll das denn funktionieren? Gulwex, ich habe das sowieso schon rausgehabt. Ich habe das eh schon gedacht. Ich habe euch nur so aufgezogen. Natürlich wusste ich, was ich machen muss. Hallo? Aber wie soll das funktionieren hier? Der kleine Schweinewummel? Wie soll das klappen? Ich musste was mit der Kette tun, um die Tür zu öffnen. Zum Beispiel Thermoskannen klauen. Mal ein bisschen umgucken hier. Nur 92, um eine Thermoskanne in der Wildnis zu retten, genau. Vampir ist hier. Moin Vampir, ich grüße auch dich. Danke fürs Einschalten. Alter, echt jetzt? Der Killcounter ist tot, der ist RIP. Der Killcounter ist RIP. Aufkommen geht nirgends, wäre ja viel zu einfach. Ja, nee, ist klar. Okay. Ja, super, ich habe Schrotflinten. Ich hätte auch gerne eine Schrotflinte gefunden dazu. Das wäre ganz toll, ne? Würde ich mich sehr darüber freuen. Danke. Nächste Arena. Und jetzt der neue Song einer Band, die mich immer an unsere lokalen Rocklegenden, die Old Gods, erinnert. Keine Ahnung wieso, ist wohl einfach so. Wie auch immer, hier sind die Poets of the Fall mit
ihrer neuesten Single War. Das ganze Dorf rennt heute erstmal Musik im Radio. Natürlich! Ja, das ist normal, wie es soll man sagen. Das ist witzig. Wow. Macht Spaß. Alles wieder von Anfang. Okay, das dachte ich mir schon. Nur 22 Schuss Moon ist auch ein bisschen doof. Das Kraftwerk leuchtete in der Nacht, ganz nah. Aber ich musste noch einen Weg dorthin finden. Wow. Die nächste Arena. Hmm.
Na super. So, okay. Ah, die mögen auch keinen Strom, das ist gut zu wissen. Also hier sollte ich nicht lang gehen. Könnte Aua sagen, machen. Wir sind Albtraum über den Angriff nehmen, wenn ich immer durch bin. Ich denke nicht. Nope, das werde ich nicht tun. Das ist mir jetzt schon heftig genug, ja. Wie, wieso nicht? Das wäre eine Frage. Alter. Kannst nicht bringen, echt nicht. Der ist eine Thermoskanne, ne? Da hinten. Die will ich auf jeden Fall haben. Ja. Ach, von beiden Seiten. Noch ein bisschen knapper eventuell? Nee, ne? Oder? Juhu, ich habe meine Thermoskanne. Wie schön. Also ich bin gerne bereit, dir zuzuschauen, wenn du den Albtraum-Modus machst. Na? Also Gulbex hat soeben angeboten, er möchte gerne den Albtraum-Mod machen.
Bin ich super. Ist ein guter. Dann wirst du streamen. Oder du packst es bei YouTube rein. Auf jeden Fall. Alter, was ist das denn? Hä? Ja, Physik, ne? Physik. Genau wie das. Ah, jetzt. Cool. Ach was, die überlebt das? Na super. Vier Schuss in der Pumpkin. Ist aber einiges krumm, ne? Was haben wir denn hier? Was machst du? Aha. Schneeflöckchen, Drehbrückchen. Interessant. Lang nicht mehr geölt worden, die Verbindung. Ach, ich befürchte. Ich befürchte Schlimmstes. Das Ding dreht sich die ganze Zeit. Und dann wird es da drauf richtig rund gehen. Mehr Vögel! Mehr Vögel? Ich würde sagen Seevögel. Es gibt erstmal eine Thermoskanne. Zum Bedanken! Oh, ein Fernseher. Wir gucken Fernsehen! Klick.
Träumen wir davon, Schmetterlinge zu sein? Oder sind wir Falter, die das Menschsein träumen? Solche philosophischen Gedanken sind immer abstrakt. Und doch finden wir einige Beweise für das Wesen unserer Existenz. In Night Springs. Heute Abend ein Mangel an Kreativität. Der kann nicht von mir sprechen. Hallo Martha, was wolltest du mir zeigen? Olivia, wie gut, dass du da bist. Hallo Martha. Es ist im Keller. Du mal sehen, Martha. Lass mich das mal sehen, Martha. Was du alles im Keller hast, Martha. Komm, Lydia. Ich zeig dir das mal, Lydia. Ist unten im Keller, Lydia. Oh Gott. Oh, Martha. Oh, das ist fantastisch. Das ist ja unglaublich. Ja, ich habe es heute Morgen entdeckt. Als ob es nicht da wäre. Aber, oh, ich kann es nicht ansehen. Ja, das tut mir leid. Oh, wo kommen Sie denn her? Nun, ich versuche zu arbeiten. Haben Sie das hergebracht? So ähnlich. Eigentlich habe ich alles hergebracht, bis auf das. Wirklich? Aber was ist das? Oh, man könnte es wohl ein Loch nennen. Tatsächlich ist es ein Fehlen. Ein Fehlen von Realität. In Marthas Keller? Ja, dabei lief es so gut, ja? Ich erfand zwei alte Damen und packte etwas echt Seltsames in den Keller. Ein toller Anfang. Aber jetzt bin ich völlig blockiert. Ich weiß nicht mehr, was ich wollte. Na, das hier ist doch ein ganz normaler Keller. Wirklich? Warum ist dann Ihre Freundin hier? Ich weiß nicht. Na gut. Können Sie es nicht ignorieren? Oh nein, das geht nicht. Es kann zu einer Handlungslücke werden. Könnte schon eine sein. Das könnte alles zerstören. Oh je. Okay, hören Sie, nichts für ungut. Aber ich weiß nicht, wo das hinführen wird. Und Sie helfen mir nicht. Trinken Sie doch oben eine Tasse Kaffee, während ich überlege, wie es weitergeht. Oh mein Gott. Tja, wenn Sie meinen. Das war doch vielleicht eine Oscar-reife Vorstellung. Oder ist das Schwachsinn? Ist das Schwachsinn oder nicht? Wer weiß. Es liegt nur wenig zwischen Dummheit und Erhabenheit. Ich glaube, das ist eher amerikanische Popkultur mit diesem Night Springs. Ich habe auch überlegt, ob das eventuell irgendwas mit ihm zu tun haben könnte. Aber ich schätze mal, es gibt ja diese Twilight Zone aus den 50er, 60er Jahren oder Time Tunnel, ne? Das war ja Popkultur der USA in den 50er und 60er Jahren. Ich schätze mal eher, dass es in diese Richtung geht. Ne? Dass das im Grunde jetzt nur in Anlehnung an den Stadtnamen Bright Falls haben die halt Night Falls als Serie entwickelt. Ja, ich schätze mal, das ist wirklich Entertainment, nämlich. Nee,